Tja, ich werde Sie mal alle stumm schalten. Bis auf den Herrn Höppberger, das wäre schlecht. Danke, das ist auf einmal zu. sind bei 26 Teilnehmern. Es kommen laufend neue dazu, aber es ist 10 Uhr und wir vorschlagen, wir starten pünktlich zu unserem Webinar. Dann darf ich Sie alle herzlich willkommen heißen zu unserer Cross-Cluster-Webinarreihe zum Thema digitaler Vertrieb. Mein Name ist Martina Schöneich und im Namen vom Mobilitätscluster, Creative Industry Styria, dem Silicon Alps Cluster und uns, dem Green Tech Cluster, darf ich Sie ganz herzlich zu dieser gemeinsamen Webinarreihe begrüßen. Wir haben drei Webinare zum Thema digitaler Vertrieb konzipiert und wir starten heute mit dem ersten zum Thema mit digitalem Vertrieb durchstarten. Dazu freuen wir uns, dass wir heute Christian Höppberger bei uns haben von CQ Strategy. Er ist Vertriebsstratege mit langjähriger B2B-Erfahrung und wird heute die nächsten 90 Minuten mit uns gemeinsam gestalten. Herzlich willkommen an dieser Stelle noch einmal. Danke vielmals, danke für die Einladung auch. Bitte gerne. Die Webinare 2 und 3 aus dieser Reihe folgen nächste bzw. übernächste Woche zu den Themen B2B-Marketingstrategien und Kundenschnittstellen im Vertrieb. Die Einladungen dazu kriegen Sie dann rechtzeitig. Für heute, wie werden wir die Zeit gemeinsam verbringen? Es geht kurz, darf ich Ihnen ein paar organisatorische Themen mitgeben? Dann starten wir gleich in den ersten Themenblock. Um was geht's? Warum ist digitaler Vertrieb im B2B wichtig? Um dann im zweiten Teil Erfolgskriterien und Best-Practice-Beispiele zu hören und wie immer am Abschluss dann noch eine offene Fragerunde, Diskussion, gerne dann auch mit Christian Höppberger. Wir haben mal 90 Minuten gemeinsam eingeplant, damit wir ausreichend Zeit haben. Zum Organisatorischen, das Webinar heute wird aufgezeichnet und auf den jeweiligen Cluster-Homepages zum Nachsehen und Nachhören zur Verfügung gestellt. Die Folien von der Präsentation schicken wir Ihnen gerne in Form einer Nachlese zu. Da haben wir eine Bitte, und zwar, wenn Sie bei Teilnehmer bitte Ihren vollständigen Namen eintragen würden und keine Kürzel oder nur Vornamen, damit wir Sie gut zuordnen können. Oder auch möglich gerne die Mailadresse in den Chat posten. Wenn Sie die Folien zugeschickt bekommen möchten, dann machen wir das gerne. Während dem Vortrag sind alle Teilnehmenden bitte auf Stumm geschaltet, so wie jetzt, damit wir keine störenden Nebengeräusche haben. Für die gemeinsame Diskussion dann bitte nicht vergessen, sich ganz links da wieder auf laut zu stellen und die Stummschaltung aufzuheben. Fragen sammeln wir gern über den Chat, beziehungsweise beantworten Sie dann am Ende der inhaltlichen Blöcke. Sollten Sie größere Fragen sein, nehmen wir Sie gerne dann in die offene Fragerunde mit. Und wenn Sie schon ein paar Webinare bei uns besucht haben, dann kennen Sie das schon. Wir arbeiten gern mit Mentimeter. Das ist eine interaktive App. Ich hoffe, Sie haben dann alle Ihre Smartphones auch griffbereit. An passender Stelle erklären wir Ihnen dann noch, wie das genau funktioniert, damit wir da gut in ein gemeinsames Tun kommen. Das war eine kurze Einleitung von mir. Ich darf darum bitten, Christian Höppberger, ich stoppe meine Bildschirmfreigabe, dass Sie mit Ihrem Input starten. Sehr gerne. Jetzt mache ich gerade kurz die technischen Einstellungen. So, einen Moment. Der Bildschirm. Sie müssten jetzt alle, glaube ich, die erste Folie sehen, digitaler Vertrieb im B2B. Ist das korrekt? Sehen wir. Ja. Perfekt. Gut, dann auf los geht's los auch. Also vielen Dank. Schöner kann die Einladung und auch die ganzen anderen Cluster für das heutige Webinar Digitaler Vertrieb im B2B. Ganz kurz zu meiner Person. Man hat es eh schon ganz kurz mitbekommen. Mein Name ist Christian Höppberger.
bin Vertriebsstratege oder Sales Strategist oder wie auch immer bei der Strategieagentur CQ. Das heißt, es ist im Endeffekt nichts anderes, als wie ich beschäftige mich schon relativ lange mit Vertrieb, seit nun mal 12, 13 Jahren. Ich habe etwa schon einen Überblick verloren, war in verschiedensten Positionen, Märkten und auch in Rollen im Vertrieb tätig. Und mittlerweile versuche ich zumindest dieses Wissen bei uns in der Strategieagentur in Form von Beratungsprojekten weiterzugeben. Ich würde direkt losstarten. Jetzt muss ich gerade kurz einmal sagen. So, jetzt geht's. Das noch. Starten wir gleich los mit dem Thema. Um was geht's denn generell? Generell geht es darum, dass die digitale Transformation im B2B-Bereich bereits im vollen Gang ist. Ich glaube, das ist uns allen bewusst. Alle sprechen über Industrie 4.0 und die Wege, wie man die Wertschöpfungskette digitalisieren kann. Was aber außer Acht gelassen wird, erfahrungsgemäß auch von meiner Seite, ist, dass dieser in Anführungszeichen Hype nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass die Digitalisierung des B2B-Geschäfts, vor allem die Schnittstelle zum Kunden, also Vertrieb, spezieller Vertrieb, immer noch in den Kinderschuhen steckt. Schauen wir uns dazu auch, das muss leider auch ein bisschen dazugehören, es tut mir leid an dieser Stelle, ein paar Zahlen an, um die aktuelle Situation einfach besser zu verstehen. Es gibt ganz, ganz viele schlaue Umfragen. Ich habe da versucht, die wesentlichsten 4 Punkte rauszunehmen, damit wir ein bisschen Einblick bekommen dazu. Das heißt zum Beispiel, dass ein Drittel der ganzen B2B-Entscheider angeben, dass sie ihren Kunden nicht mal die Möglichkeit geben, online etwas zu bestellen. Ist recht überraschend, aber leider immer noch die traurige Wahrheit. Doppelt so viele, also bereits 2/3, sind glaubend, aber gleichzeitig, dass Digitalisierung sehr wohl in Zukunft ausschlaggebend sein wird für den Geschäftserfolg. Da sehen wir schon ein bisschen eine Diskrepanz zwischen den beiden Sachen. Ebenfalls, also ähnlich so viele, also genau gesagt 58% der Vertriebsverantwortlichen im B2B sagen, dass sie zwar digitale Projekte im Vertrieb initiiert haben, gestartet haben, aber das meist ohne, nennen wir es mal gelinde gesagt, richtigen guten Plan funktioniert. Das ist in der Praxis dann so, es wird sehr viel digitalisiert, es wird dann alles, was irgendwie vor den Augen steht, herangenommen und daraus wird ein digitales Projekt gemacht, ohne das Ganze schön irgendwie strukturieren und auch mit einer, unter Anführungszeichen, Strategie zu versehen. Der letzte Punkt, was da meiner Meinung nach sehr wichtig ist und B2C und B2B gleichzeitig gleichermaßen gilt, ist einfach die Tatsache, dass das Potenzial mittels Kaltakquise, wir werden heute auch ein bisschen über die Bestandskundenpflege natürlich sprechen, einfach geringer wird. Kaltakquise, ein klassisches Outbound sozusagen, ist einfach nicht mehr zeitgemäß passiert. Nachdem wir nun festgestellt haben, wie die Situation rund um den digitalen Vertrieb und B2B in der Praxis ausschaut, möchte ich da ganz kurz noch auch ein kurzes Fazit ziehen. Was heißt es nun für den digitalen B2B-Vertrieb? Erstens, das Potenzial der Digitalisierung im Vertrieb ist einfach noch nicht genutzt. Das heißt, es ist einfach doch noch Möglichkeiten, Optimierungspotenzial vorhanden. Der B2B-Vertrieb und die Digitalisierung dessen wird in Zukunft erfolgsentscheidend sein, wird aber zumeist bis jetzt ohne konkreten Plan durchgeführt. Und dass Kaltakquise nicht mehr zeitgemäß ist, ich glaube und hoffe, dass es den meisten klar ist. Nun, das ist mal die aktuelle Situation für den Einstieg. Nun möchten wir heute aber ein bisschen über die Zukunft reden und beschäftigen uns mit der Frage, auf was sich B2B-Unternehmen überhaupt einstellen müssen. Dieses Verständnis ist wichtig, um auch die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Da möchte ich mich auf 3 wesentliche Punkte konzentrieren. Und das, was für Entscheider im B2B meiner Ansicht nach sehr relevant und wichtig ist. Punkt 1 ist, die Millennials sind die neuen Entscheider. Was sind denn jetzt die Millennials? Millennials sind Personen, wie ich glaube, ich gehöre auch dazu, geboren zwischen 1980 und 1990 und haben einfach anderes Entscheidungsverhalten. Sie sind mittlerweile teilweise Einkäufer, teilweise Mitglieder von Einkaufsgremien oder Buying Center, wie es auf schön Englisch heißt. Und haben, wenn sie Aufträge zu vergeben haben, auch Fragen wie, wie einfach ist es mit dem Unternehmen Geschäfte zu machen? Muss ich erst monatelang auf mein Produkt warten? Wie erreichbar ist die Firma? Und das ist mittlerweile, diese Fragestellungen sind für diese
gut mal Menschen für diese neuen Entscheider genauso wichtig wie detaillierte Produktspezifikationen und. Was wir beobachten können, ist, dass diese Millennials grundlegend einfach ein anderes Einkaufsverhalten an den Tag legen. Einerseits gibt es zwei große Gründe. Einerseits ist es einfach, sie sind komplett anders aufgewachsen mit den digitalen Medien wie die Vorgängergeneration. Das ist jetzt weder schlecht noch gut, das ist einfach so. Und haben auch durch ihre Erfahrungen aus dem B2C-Bereich, aus dem B2C-Konsum, wir alle kennen, haben wahrscheinlich alle schon was bestellt, das Amazon, Zalando oder was auch immer, ganz anderes Erwartungen an das Erlebnis von B2B-Einkauf. Zur Informationsmacht, wo wir dann den zweiten Punkt noch sehen, kommen wir jetzt im Detail dann noch später dazu. Wichtiger Punkt ebenfalls. Gute Produkte werden heutzutage mehr als Standard gesehen als wie früher. Natürlich werden auch gute Produkte in Zukunft wichtig sein, das ist kein Thema. Aber sie werden mehr und mehr eben als Standard gesehen und dienen heutzutage nicht mehr als alleiniges Alleinstellungsmerkmal, Differenzierungsmerkmal. Man verliert als Einkäufer dann schon mal sehr die Übersicht und muss sich quasi durch die, unter Anführungszeichen, je nach Branche natürlich, durch die schiere Masse an Produkten anbieten, durchkämpfen. Was wir da aus dem B2C-Bereich mitnehmen können, ist das, dass, also grundsätzlich ist zu sagen, der B2C-Bereich ist in so einem Digitalisierungsthema plus minus 10 Jahre ungefähr immer voraus. Und wir sehen da, dass die gleiche Entwicklung früher schon stattgefunden hat, nämlich dass der Servicefaktor entscheidend ist mittlerweile für den Erfolg oder Misserfolg. Und was damit einhergeht, ist, dass Unternehmen, welche den Servicefaktor weiterhin, sagen wir mal so, stiefmütterlich betrachten, werden auf lange Sicht unter Umständen das Nachsehen haben. Wahrscheinlich der wichtigste Punkt, und das wird sich auch danach in den Praxisbeispielen ein bisschen durchziehen und uns begleiten, der Einkaufsprozess hat sich einfach fundamental geändert. Der Zeitpunkt des persönlichen Kontaktes zwischen Verkäufer und Einkäufer hat sich entlang dieses Einkaufsprozesses, den wir dann im Anschluss sehen werden, einfach weiter nach hinten verschoben. Was heißt das nun? Das heißt, umso weiter sich der persönliche Kontaktpunkt mit Verkäufer und Einkäufer nach hinten verschiebt, umso wichtiger ist die Vorarbeit. Umso wichtiger ist dann auch das Zusammenspiel zwischen Vertrieb und Marketing. Umso wichtiger, und das nochmal zu wiederholen, ist es, dass man gewisse Silos aufbricht. Was verstehe ich unter Silos? Ein Silo ist, wenn man dann sagen quasi, okay, ihr macht euer Geschicht und ihr macht euer Geschicht und zusammen werden wir schon irgendwie zusammenkommen. Und wie ist denn anderer Sache? Das ist immer noch traurige Wahrheit und das ist ein extrem, extrem hindernder Punkt, wo auch in Zukunft mehr und mehr erfolgsentscheidend sein wird. Dazu dann auch gleich mehrer. Genau, es wurde gebeten, auch das Ganze ein bisschen mit Fragen aufzufrischen. Also es ist quasi meine Erinnerungsfolie, dass ich jetzt den Bildschirm sozusagen wechseln werde. Einen Moment, das muss ich schauen. So. Wir haben, wie die Frau Schöner schon kurz gesagt hat, auf Mentimeter sind es da Fragen definiert, die was wir gerne hätten, was Sie beantworten können. Die Frage hier ist, wird die Digitalisierung des Vertriebs Ihrer Meinung nach künftig in Ihrer Branche ausschlaggebend für den Geschäftserfolg sein? Nein, also der Wert 1 ist nicht ausschlaggebend und der Wert 5 ist ausschlaggebend. Und dazu, ich glaube, wenn ich den vorwegnehmen kann, Frau Schöner, bitte ich alle auf menti.com zu gehen. Genau. Da gibt es dann quasi ein kurzes Feld, wo man dann diesen schlauen Code eingeben kann. Und ja, und dann sehen wir dann quasi, was Ihre Meinung dazu ist. Genau, ein paar kennen das offensichtlich schon gemacht. Bitte nehmen Sie Ihre Smartphones oder öffnen Sie ein weiteres Browserfenster. Gehen Sie auf www.menti.com. Dort werden Sie aufgefordert, einen Code einzugeben. Der ist für diese Frage 479607. Sie sehen den ganz oben auf der Folie eingeblendet. Und dann die erste Frage. Wird die Digitalisierung des Vertriebs künftig in Ihrer Branche ausschlaggebend für den Geschäftserfolg sein? Glauben Sie das gar nicht? Dann ist es 1. Glauben Sie, es ist sehr ausschlaggebend? Dann ist es 5. Und wir sehen, dass schon 17 Teilnehmerinnen aus unserem Webinar abgestimmt haben.
Wir haben da einen sehr hohen Wert. 4 von 5. Ich bin schon mal sehr positiv. So, danke an schon 29, die schon abgestimmt haben. 30 bei dieser Frage. Und es scheint sich bei 4 einzupendeln. Gut. Sollen wir weitermachen oder ein bisschen warten? Oder? Danke für dieses Stimmungsbild. Ist einmal wichtig, abzuholen, was die Teilnehmerinnen darüber denken. Und wie jetzt die Digitalisierung das auch tatsächlich erfolgreich unterstützen kann, werden wir jetzt im weiteren Vortrag hören. Perfekt, dann ist das der Startschuss für mich wiederum. Ich werde kurz den Bildschirm wieder wechseln. Ihr solltet jetzt wieder die Präsentation sehen. Ansonsten werde ich wahrscheinlich darauf hingewiesen dann. Danke. Und ja, jetzt geht es um den Punkt, wie mache ich es? So, wir haben jetzt ganz kurz schon festgestellt, dass der Einkaufsprozess sich verändern wird oder verändert hat. Dazu schauen wir zuerst auf den traditionellen Einkaufsprozess. Wir hatten früher B2B-Verkauf teilweise funktioniert. Man war zum Beispiel auf einer Messe und hat dort, Marketing hat dort ein Lead generiert. Dieser Einkäufer ist dann zu uns gekommen, zu uns Verkäufer und hat uns gefragt nach Produktinformationen und so weiter und so fort. Für uns als Verkäufer war das natürlich eine super Situation. Da kommt der Einkäufer, er weiß noch nicht so viel, er hat sich nicht wirklich informieren können. Ich erkläre ihm die Welt, überspitzt formuliert. Das heißt, die Informationsmacht ist bei uns gelegen und der persönliche Kontakt war bereits hier, ist hier stattgefunden. Warum ist die Informationsmacht bei uns gelegen? Es ist einfach so, die Recherche, also die Online-Recherche war früher, speziell im B2B-Bereich, nicht so verbreitet, wie sie heutzutage ist. Deswegen konnten wir eben beim Einkäufer mit unserem Wissen und offen gesprochen auch dessen Unwissenheit punkten und bereits in der Frühphase des Einkaufsprozesses punkten und diesen weiteren Verlauf des Einkaufsprozesses beeinflussen. So, schauen wir uns das Ganze an, wie das heutzutage ausschaut, im modernen Einkaufsprozess. Heutzutage hat sich das recht radikal verändert. Einkäufer informieren sich nun erstmal online. Sie googeln und schauen, was das www an Informationen so rausgibt. Und da gibt es, wo wir, glaube ich, alle ganz gut sehen, sehr, sehr viel Übersicht der Anbieter, dessen Produkte, sonstige Informationen, was macht das Unternehmen, was macht es nicht. Gewährt den Einkäufern einen guten Einblick darüber, wer ein potenzieller Einkäufer sein, wer ein potenzieller Anbieter sein könnte. Das heißt gleichzeitig, dass wir als Verkäufer heute erst viel später mit den Einkäufern persönlich in Kontakt treten können. Hier könnte, und das ist der wesentliche Punkt, hier könnte es bereits zu spät sein. Und der Einkäufer hat sich bereits ein Urteil gefällt, basierend auf den Informationen, die er gefunden hat. Das heißt, im Umkehrschluss, die Informationsmacht ist nicht mehr bei uns, bei den Verkäufern, sondern beim Einkäufer. Er kommt zu uns, an diesen Punkten hat er wahrscheinlich oder vielleicht schon einen Anbieter, also eine relevante Auswahl an Anbietern getroffen, zu der wir unter Umständen nicht dazugehören. Jetzt möchte ich diesen Einkaufsprozess also Schritt für Schritt durchgehen mit euch gemeinsam und dann auch dazu Praxisbeispiele darstellen, damit das Ganze ein bisschen sichtbarer wird. Die ersten beiden Punkte werden gemeinsam thematisiert und danach anhand des Beispiels, weil es sehr ähnlich ist. So, was ist jetzt der erste Schritt, damit wir überhaupt in den Einkaufsprozess gelangen, also quasi diesen Punkt, den Bedarf bzw. das Interesse generieren. Wir wollen uns und unsere Expertise, vielleicht auch die Geschichte, Tradition, unsere Zielgruppe, also den technischen Einkäufer oder was auch immer, zugänglich machen. Wir wollen und müssen sichtbar sein und uns schlau positionieren, damit wir entweder einen Bedarf triggern bzw. erzeugen können oder generell den Einkäufern einfach klar machen für die Zukunft, wir sind Unternehmen XY
Z. Wir produzieren das Produkt oder Gut ABC und wir sind darin Experten, weil Punkt, Punkt, Punkt. Gleichzeitig ist das aber auch für Bestandskundenpflege wichtig, weil, warum? Wir wissen alle ganz gut Bescheid, dass die Umsatztreiber, die loyalen, das rausbringen, loyalen Bestandskunden sind und wollen auch hier gleichzeitig präsent sein, damit wir einfach immer Kontaktpunkte generieren und darstellen können. Jetzt könnte man natürlich argumentieren und sagen, das gilt ja nur für den B2C-Bereich. Aber Kaufentscheidungsprozesse generell sind zwischen B2C und B2B ähnlich, weil im Endeffekt auch immer Menschen am Zug sind. Bei aller Unterschiede, dass ein Einkäufer pragmatischer denkt und mehr auf Zahlen, Daten, Fakten fokussiert ist, als wie ein emotional getriebener Konsument, ich kann von mir selbst sprechen, natürlich, das ist natürlich auch klar. Grundsätzlich geht es aber immer darum, es geht immer um Bedürfnisse, sei es die im Endkonsumentenbereich die persönlichen oder im B2B-Bereich die Bedürfnisse des Unternehmens. Was sind das da die Erfolgskriterien? Also Erfolgskriterien liegt hier darin, dass wir zielgruppenspezifisch in der digitalen Medienlandschaft uns schlau positionieren. Die Frage natürlich, was da aufkommen kann, ist, welche Tools und Kanäle machen hier generell sind. Die Antwort wird jetzt auch natürlich jetzt wenig überraschend sein. Das kommt ganz darauf an welchen Kontaktpunkten entlang dieses Einkaufsprozesses bzw. dieser Phase erreiche ich meine Zielgruppe. Erreiche ich zum Beispiel einen technischen Einkäufer von neuen oder auch von bestehenden Kunden. Das kann dann zielgerichtete Anzeigenschaltung sein auf Google Ads oder was auch immer, aber auch Beiträge aus sozialen Kanälen wie LinkedIn oder das Versenden von Newslettern. Das ist dann sehr spezifisch und kommt dann immer auf den konkreten Fall drauf an. Ich möchte das Ganze ein bisschen genauer thematisieren, nämlich in den Bereich die Art der Anbietersuche. Wir haben jetzt einerseits einmal versucht, den Bedarf zu generieren oder einfach sichtbar zu sein. Und jetzt wollen wir einerseits feststellen, dass wir gefunden werden können. Es ist jetzt prima ein bisschen das Online-Marketing-Thema, deswegen werde ich da ganz kurz noch drauf eingehen. Wie können wir gefunden werden? Natürlich, wenn wir das Suchmaschinen-Ranking, wenn wir jetzt im digitalen Kontext sprechen, ganz, ganz oben sind. Da gibt es gewisse Tools, da gibt es gewisse Optimierungspotenziale, SEO und so weiter und so fort. Auf das möchte ich jetzt weniger eingehen. Auf was ich eher fokussieren oder was ich eher fokussieren möchte, ist der Punkt Content. Warum ist das so? Grundsätzlich muss man das so betrachten. Früher ist, oder immer noch teilweise heute, ist eher eine Push-Logik zutage gekommen. Das heißt, dass wir wollen quasi rausgehen, wir rufen an und versuchen da den Kunden reinzuholen direkt, also wirklich reinzuziehen. Jetzt, heutzutage geht es eher in eine Pull-Logik. Das heißt, dass wir diesen entlang des modernen Einkaufsprozesses den Kunden, den potenziellen Kunden, Inhalte anbieten, dass er zu uns auf unserer Plattform kommt, dass er unsere Kanäle besucht, unsere Webshops besucht und. Und versuchen dabei, die Kaufentscheidung bereits in einer Frühphase des Einkaufsprozesses zu beeinflussen. Da ist auch Content ein vertriebsentscheidender Faktor. Was ist jetzt Content? Das ist natürlich immer ein schönes Wort. Content ist nichts anderes als für Inhalte. Inhalte aller möglichen Art, sei es jetzt geschriebener Art, visuell herunterladbar und so weiter und so fort. Was aber das Wichtige ist dabei ist, dass wir wollen sichtbar machen, welches Fachwissen wir haben, warum wir Experte sind. Und das wollen wir diesen Einkäufen einfach auch präsentieren und darstellen. Wie machen wir das in der Regel? Gibt es zig Möglichkeiten. Ich möchte einfach nur aus diesen Möglichkeiten die wichtigsten rausfiltern. Also statistisch gesehen momentan sind die beliebtesten Content-Medien aus dem B2B-Bereich diese drei Punkte. Mein Case Study ist nichts anderes als für Referenzprojekte einfach dargestellt, weil jeder will wissen, wie ein Unternehmen arbeitet, sei es in der Maschinenproduzenten oder Beratung oder was auch immer. White Paper, wie arbeiten wir, welchen methodischen Ansatz verfolgen wir, welche Technologien forcieren wir, Studien, Recherchen, auch relativ selbsterklärend. Eine Frage, was immer kommt, ist, ja, das ist ja alles super und toll, Christian, aber wie komme ich jetzt zu meinen Themen?
der Schlüssel zum Erfolg liegt hier nicht darin, das Rad neu zu erfinden. Nein, es geht darum, dass man einfach halt verschiedene Quellen heranzieht. Das heißt, welche Trends gibt es in meiner Branche? Gibt es Innovationen, die interessant sind? Gibt es den Blick auf den Wettbewerb? Schadet nicht. Im Gegenteil, man kann ja den Wettbewerb beobachten und schauen, was der aus seinen Inhalten teilt, wie er sich als Experte positionieren will und nimmt sich daraus die guten bzw. die weniger guten Sachen raus und versucht es dann zu optimieren. Auch Kunden sind eine Quelle, wo nicht unterschätzt werden darf. Und natürlich haben wir vielleicht auch Medien, also Themen, was in Medien präsent sind. Im Endeffekt ist das Wichtigste, zu schauen und zu verstehen, warum unsere Zielgruppe online ist, warum sie, wie sie Inhalte sucht und nach was sie suchen, aus welchen Gründen. Dann kann man da ein schönes Format rausziehen. Ich möchte auch nur ganz, ganz kurz thematisieren, es ist keine Hexerei, eine Content-Strategie nach, also mit Planung und Struktur an den Tag zu legen und umzusetzen. Wichtigste Punkte für mich sind es da, die ich nur ganz kurz erwähnen möchte. Die Zieldefinition ist, glaube ich, für jedes Projekt einfach unerlässlich, damit man einfach auch weiß, auf was man hinarbeitet. Der Punkt 2 ist, glaube ich, der wichtigste. Ich kann natürlich schon sagen, okay, ich mache jetzt da eine Studie oder irgendwas. Ganz, ganz viele Sachen und Inhalte, was ich online publizieren möchte. Aber wenn ich nicht weiß, welche Zielgruppe wir wirklich bespielen wollen und wo die Kontaktpunkte der Zielgruppe sind, also wo erreiche ich diese Zielgruppe mit welchen Inhalten, dann ist es recht früh meist, also nicht unbedingt entscheidend verdammt, aber ineffizienter Fall der Fälle. Kommen wir zu ein paar Beispielen. Ich habe da zwei rausgenommen. Einerseits gibt es da die Firma Saxoprint. Das ist ein Unternehmen aus dem Druckbereich mit der Ausgangssituation. Die Ausgangslage war, ihr Neukundengeschäft hat stagniert, weil sie keine neuen Leads, also potenzielle Interessenten mehr bekommen haben. Warum auch immer. Die Lösung, was sie an den Tag gelegt haben, ist, dass sie das Wissen, was sie intern bereits gehabt haben, das einfach vorhanden war, in Form eines Online-Magazines auszubringen. Rausgekommen ist dann das Ganze aus dem Ganzen das B2B, der B2B-Manager, das Saxoprint Vertriebsmagazin für den Mittelstand. Das ist eh schon ziemlich alles. Das fokussiert sich auf Ratgeberinhalte zu den Themen Sales, Messe, Marketing und so weiter. Jedoch haben die redaktionellen Beiträge natürlich eine inhaltliche Nähe zu den Produkten des Unternehmens, sodass der Leser, da wo es ursprünglich reinkommen ist, um sein Informationsbedürfnis zu stillen, auch die Option bekommt und den Aufruf und Anführungszeichen bekommt, Sachen zu kaufen von der Firma Saxoprint. Saxoprint hat sich in diesem Zug auch mit diesem Online-Magazin erfolgreich ein bisschen als Branchenfirma, ein bisschen auch im Mittelstand positioniert und gleichzeitig damit die Lead-Generierung mit dieser Strategie oder mit dieser Möglichkeit des Contents angekurbelt. Auch sehr interessant, das ist eines meiner Lieblingsbeispiele, betrifft die Firma Hilti. Die Ausgangssituation war die folgende, dass sie wollten einfach frischen Content, frische Inhalte ihrer Zielgruppe bereitstellen, aber auch den Bestandskunden bereitstellen, um weiterhin als Branchenführer wahrgenommen zu werden und diese Position zu stärken. Die Lösung oder die Art und Weise, wie sie das umsetzen wollten, liegt darin, dass sie eine VR, eine Virtual Reality Applikation umgesetzt haben. Jetzt, was hat man noch genau gemacht? Die Firma Hilti hat ein Produkt gehabt und hat immer noch ein Produkt, was vermisst, Baustellen vermisst. Es hat jetzt aber leider mehr schlechter Recht hingehauen, obwohl es rein von der technologischen Standard und Innovationsgedanken sehr, sehr, sehr ausgereift war. Jetzt haben sie Folgendes gemacht. Sie haben das Ganze im Prinzip in einer Virtual Reality Applikation so aufgesetzt, sodass man Interessenten diese Brille, wenn sie diese Brille haben, die Einsatzbereiche zahlen dann ganz gleich, einen direkten Einblick darüber geben, wie das Tool, wie dieses Vermessungsgerät in der Praxis funktioniert. Mit der Virtual Reality Brille bin ich quasi mittendrin, statt nur dabei, wie beim Fußball, und sehe, okay, das macht das Tool, deswegen ist es so gut, deswegen ist es auch verständlich und das macht auch Sinn. Ist auch ein schönes Beispiel gleichzeitig, was zeigt, was im B2C-Bereich nicht funktioniert. Virtual Reality im B2C ist nicht nur in den Kinderschuhen, sondern ja, es funktioniert einfach in unterschiedlichen Industrien, nicht B2B, aber sehr wohl. Man kann damit
verschiedene Einsatzbereiche verwenden oder das in verschiedenen Einsatzbereichen nutzen. Einerseits für die Anbietersuche als Content, wo ich sage, okay, ich möchte meiner Zielgruppe zeigen, was wir machen, dass wir innovatives Unternehmen sind, Branchenführer sind, immer noch Branchenführer bleiben werden. Gleichzeitig, das wird auch eher die Zukunftsmusik sein, ist es im Verkaufsgespräch relevant. Wenn ich dann meinen Kunden, wenn es dann der Einkäufer, wenn es da vielleicht um der Kippe steht, das ganze Gespräch, einfach sagen kann, du schau dir das mal an, das Tool, so funktioniert das. Ich kann dir das jetzt alles erklären anhand von theoretischen Inhalten, ist alles gut und recht, aber schau es dir einfach selbst an. So, jetzt wird da nichts. Kommt zur nächsten Frage sozusagen. Wie würden Sie die Zusammenarbeit im Unternehmen, in Ihrem Unternehmen, zwischen Vertrieb und Marketing beschreiben? Okay, da eins weiter. Wiederum mit der Bitte auf die Plattform menti.com zu gehen, mit demselben Code. Und genau, Wert 1 ist, die Zusammenarbeit zwischen Vertrieb und Marketing ist nicht vorhanden, beziehungsweise die Schnittstelle, oder mit dem Wert 5 ist bereits sehr erfolgreich. Das läuft alles wie geschmiert. Wir pendeln es momentan zwischen, also ungefähr bei 3, beziehungsweise 2,91. Bei 24 Teilnehmern. Der Wert ist momentan noch mehr oder weniger unverändert, aber ein bisschen nach oben geht er. 3,1. Also was wir hier schon, glaube ich, ganz gut beobachten können, ist, dass Vertrieb und Marketing in Ihrem Unternehmen zwar durchaus die Schnittstelle funktioniert, aber auf alle Fälle noch Potenzial hat für die Zukunft. Und ich sage eins als Erfahrung aus unterschiedlichsten Bereichen und Branchen, das wird auf alle Fälle ein erfolgsentscheidender Faktor dann. Und was auch ein Faktor ist, was einfach in Zukunft Geld kosten wird. Weil einfach die Zusammenarbeit zwischen Vertrieb und Marketing und vor allem die Rolle des Marketings im Einkaufsprozess einfach immer größer wird. Auch im B2B-Bereich. Das müssen wir uns einfach einstellen. Gut, Wert 3,1 bei 28 Teilnehmern. Ich glaube, soweit ist der Wert. Ich glaube, bleibt es momentan so. Und ich erlaube mir, da gleich zur nächsten Folie weiterzugehen. So. Gut. Da. Technischen Herausforderungen. So, wir sind jetzt angelangt beim Anbietervergleich. Die alles entscheidende Frage hier in dieser Phase lautet: Was unterscheidet dich vom Wettbewerb? Wir sind jetzt vom Bestand bei Neukunden in einem relevanten Set, einer relevanten Auswahl der Unternehmer angelangt, wo es darum geht, jetzt geht es um die Wurst. Kriegen wir es oder kriegen wir es nicht? Wir wollen uns in dieser Phase vom Mitbewerber durchsetzen. Auf was kommt es darauf an? Wir haben jetzt zuvor bereits gesehen, dass es heutzutage kaum schlechte Produkte mehr gibt, was auf manche Branchen mehr und auf manche Branchen weniger zutreffen wird. Die Basis bzw. der kleinste gemeinsame Nenner hier liegt aber darin, die Produkteigenschaften bzw. den Leistungsumfang, Serviceumfang online zugänglich zu machen. Das klingt jetzt natürlich logisch und ich würde mir jetzt auch denken, der Höppberger, da erzählt mir da irgendwas, was ich eh schon weiß. Aus der Praxis gesprochen ist es ein bisschen eine Herausforderung, teilweise eine unüberwindbare Hürde im B2B. Es ist der Unterschied, ob ich jetzt meine Inhalte, also meine Produkteigenschaften online präsentiere oder ob ich diese präsentiere mit einer Logik, mit einer aufbauten Logik. Das ist das Gleiche, wie wenn wir von einem Webshop sprechen, was jetzt in der leidigen Zeit von Corona, wie die Pilze aus dem Boden rausgeschossen sind, aber ohne konkreten Plan. Es geht darum, Wissen zu standardisieren. Das heißt, mit einer Logik zu versehen, dass die
Besucher auch damit was anfangen kann, damit er weiß, okay, das ist so aufgebaut, das macht Sinn, weil neben der Basis, was wir gerade besprochen haben, für die Produkteigenschaften, sind vor allem Leistungen und Services ausschlaggebend, die wir on top, also zusätzlich zum Produkt, anbieten können, weil wir wollen es ja differenzieren. Ebenfalls eine recht große Hürde in B2B. Es ist nämlich schade, es gibt unheimlich viel Fachwissen in Unternehmen. Teilweise sind ja vielleicht auch bei Ihnen Mitarbeiter dabei, die schon seit 10, 20 Jahren im Unternehmen tätig sind und natürlich in dieser Zeit ein gewisses Wissen aufgebaut haben. Aber dieses Wissen wird leider Gottes in meisten Fällen nicht dem potenziellen Kunden bzw. standardisiert online nicht zugänglich gemacht. Wie können wir dann erwarten, dass Kunden sich für uns entscheiden, wenn es darum geht, Ihnen jetzt Unternehmen A, B oder C? Wie sollen sich die für uns entscheiden, wenn wir ihnen nicht zeigen können, wie wir uns zum Mitbewerb unterscheiden und welche Extra-Services, welche Zusatzleistungen wir anbieten können? Das heißt, was ich damit meine, mit dem Wissen standardisieren, ist das, was wir jetzt im Unternehmen analog haben und im Prinzip von Person zu Person weitervermitteln oft, müssen wir standardisiert an der breiten Masse an unserer Zielgruppe, blöd gesagt, präsentieren können, damit sie sehen, okay, da verstehe ich jetzt, das ist jetzt einfach ein zusätzlicher Service, das ist, die machen sich Mühe, die haben wirklich Expertise. Ich mache das Ganze ja, das immer aufbauen, das immer stärker und stärker und stärker wird, bis wir zu diesem glorreichen Punkt des Einkaufes gelangen. Der Kunde bestimmt auch primär, wenn er oder wie er mit uns in Kontakt treten will. Deswegen müssen wir auch ein das Fundament schaffen, erreichbar zu sein. Ich sage das deswegen dazu, dass es je nach Branche natürlich hier oder weniger essentiell ist, dass man Interessenten von der digitalen zur analogen Kommunikation überführt. Das heißt, dass für Unternehmen, die Produkte wie einen Toner für den Drucker verkaufen, müssen wir da nicht unbedingt persönlich reingehen, außer es geht um ein großes Geschäft. Aber für Unternehmen, die jetzt Großmaschinen produzieren oder A-Teile sozusagen einfach herstellen, ist es wichtig, dass wir auch diese Kommunikation, sollte sie digital passiert worden sein, in die Persönlichkeit überführen. Weil jetzt geht es ja Richtung Projektentwicklung und Produktentwicklung. Schauen wir uns dort auch noch ein, zwei Beispiele an. Gasparini, ein recht bekannter und großer Unternehmen aus der Stahlindustrie, hat zum Beispiel was relativ Einfaches, aber auch Smartes gemacht. Also die Ausgangssituation war, sie wollten sich ein bisschen differenzieren, sie wollten Bestandskunden binden, sie wollten einfach das i-Tüpfelchen rausbringen beim digitalen Besucher. Und haben dann ihr Wissen, was natürlich zweifelsohne vorhanden ist, in der Stahlindustrie, in Form eines Kalkulationstools für die Berechnung der Liegeparameter umgesetzt. Wo ich als Kunde, als Interessent, als Bestandskunde oder was auch immer, transparent und einfach und vor allem standardisiert meiner Zielgruppe das zugänglich mache. Und quasi mit wenigen Mausklicken oder ja, kurzen Daten eingeben, transparente Ergebnisse bekommen, was früher wahrscheinlich nur einer gewissen, also den Mitarbeitern vorbehalten gewesen ist. Ein recht klar, also ähnliches Beispiel ist von der Firma Hollu. Das ist ein Anbieter der Systemhygiene, ansässig in Tirol. Sie wollten einfach, vor allem in der Phase von Corona, waren sie natürlich ein Gewinner, nur noch nicht, haben auch bereits in der Frühphase schon versucht, ihre Marktpositionierung zu stärken, für die Verkaufsraten anzukurbeln und das Bestandskundenangebot auszuweiten. Sie wollten auch neue Käuferschichten erreichen. Und haben dann das umgesetzt in Form von zusätzlichen Leistungen. Und da möchte ich vor allem eine Leistung, einen Zusatzservice rauspicken. Das ist nämlich der Online-Kurs Risikomanager, mikrobiologischer Kontaminer und so weiter. Es ist natürlich ein Goldgriff. Das ist natürlich ein Goldgriff. Für Zeiten Covid-19, leidiges Thema, ist dieses Angebot für Unternehmen einfach in dieser Unsicherheit, in dieser Zeit der Krise einfach optimal gewesen. Sie haben Ihren Bestandskunden, aber auch Neukunden, einen Zusatzservice angeboten, haben sich gleichzeitig damit ihre Positionierung gestärkt und unterscheiden sich vom Wettbewerb, ganz einfach gesagt. Und so differenziert man sich auch gut. Nächste Frage. Bieten Sie Ihrer Zielgruppe derzeit
bitte betonen auf digital, Zusatzleistungen und Services an oder Services. Dort auch wieder den Blick auf Mentimeter. Und dasselbe bitte, Plattform Menti, 47 96 07, den Code. Die Werte 1 bis 5 sind eh schon bekannt. 1, 4, nein, keine Services. Wir stehen bei 24 Antworten. Der Wert pendelt sich derzeit bei 2,3 ein. Ist jetzt keine große Überraschung, aber zeigt auch gleichzeitig, dass da Potenzial vorhanden ist, welches scheinbar momentan von manchen Teilnehmern noch nicht vollends genutzt wird. Ist einfach schade, weil es einfach wirklich eine echt einfache und einfache Methode ist, weiter zu differenzieren. Und was auch da sehr wichtig ist, generell bei Digitalisierung, es geht nicht darum, dass wir das Rad neu erfinden, beziehungsweise komplett von 0 auf 100 gehen. Das macht keinen Sinn. Das hat man früher so gemacht, dass es ein Spartenheft geht, wo man dann quasi Schritt für Schritt das Ganze durchgeackert hat. Heute geht es eher so Schritt für Schritt. Wir versuchen jetzt anhand von kleinen Projekten, vor allem im digitalen Vertrieb ist es essentiell, vorzu Schritt für Schritt anzunähern. Wir versuchen etwas schnell zu machen, versuchen diese schnellen Prototypen, welcher Art und Weise auch immer das ausschaut, zu testen und verbessern dann wieder. Wir versuchen da nicht weniger in einer linearen Struktur zu denken, sondern eher in einen Kreis zu denken. Deswegen ist es auch viele Projekte im digitalen Vertrieb, welche nicht so gedacht werden, teilweise viel zum Scheitern verdammt. So, ich glaube, jetzt ist noch einer reinkommen. 30 Antworten, der Wert ist 2,4, etwas unterhalb der Mitte. Wir haben auf alle Fälle Potenzial. Die Ausbringung ist auch sehr interessant, dass wir vor allem da mit den Werten 1 und 2 sehr viel Abstimmungen haben. Gut. Wieder ein Wechsel zu dieser Folie. So, wir sind bald am Ende. Ich hoffe nicht aufmerksamkeitstechnisch, aber von den Inhalten, was ich euch heute zeigen darf. Kommen wir jetzt zum Punkt Einkauf. Jetzt kommt das natürlich sehr aufs Umfeld drauf an, wie wir schon erkannt haben. Automotive oder ABC-Teile produzieren oder Kreativwirtschaft werden sich hier einfach grundsätzlich unterscheiden. Das ist einfach so. Was wichtig ist, was wir davor auch schon kurz angesprochen haben, ein Drittel Unternehmen hat noch kein anderes Angebot. Das ist nicht gut, generell. Das glaube ich, ist uns allen hoffentlich klar. Natürlich, umso komplexer und beratungsintensiver unsere Produkte und Leistungen sind, umso eher wollen wir den persönlichen Kontakt. Wir fokussieren uns auf Online-Servicierung, wie wir zuvor kennengelernt haben. Auch bei uns ist es eine Beratung. Wir können keine Beratung online komplett verkaufen. Das funktioniert einfach nicht. Deswegen müssen wir einfach bei diesem Punkt auch sagen, da müssen wir, beziehungsweise in dieser Schnittstelle, müssen wir den persönlichen Kontakt forcieren. Wenn wir das machen müssen und wollen, konzentrieren wir uns eben auf die Servicierung. Wir können einerseits natürlich jetzt, es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist im E-Commerce, wir bieten unseren Kunden an, online zu kaufen. Die zweite Möglichkeit ist, wir bieten unseren Kunden an, online serviciert zu werden. Sei es jetzt mit Lieferscheinen, Angebote, mit Fragen, die sich immer wieder repetitiv wiederholen und. Es geht auch darum, das Ganze, also ein Webshop ist nicht gleich ein Webshop. Ihr habt immer den Begriff von den Panik-Webshops. Was wir, glaube ich, ich habe es auch schon kurz erwähnt, in den letzten Monaten einfach sehr aufgesehen haben. Es wird sehr viel Geld ausgegeben. Also Webshop kostet halt auch nicht nur 300 Euro. Und wundert sich dann, warum das nicht funktioniert. Warum keiner meiner Kunden den Webshop verwendet. Das ist ein wichtiger, das Ganze, die Brücke wieder nach hinten zu legen,
zu wissen, wo ist meine Zielgruppe, wie kann ich wirklich einen direkten Mehrwert schaffen, schaffe ich einen Mehrwert über ein E-Commerce-System, wo man einkaufen kann, schaffe ich Mehrwert über eine Online-Plattform, wo ich den Kunden servicieren kann. Ziel ist, okay, die Ziel kann man auf dem nächsten Beispiel kurz sehen, ich glaube, ein bisschen anschaulicher. Die Ausgangssituation bei der Firma Mediaform war folgendes. Sie wollten den Inside-Sales, also den Tele-Sales, einfach entlasten. Weil es einfach gleichzeitig, also ein Mensch kann am Telefon nur so viel telefonieren, wie er Zeit hat. Das ist auch leider Gottes in der heutigen Zeit nicht anders. Und sie waren in der glücklichen Situation, Produkte zu haben, wo sie gewusst haben oder versucht haben, diese zu kanalisieren auf eine E-Commerce-Plattform, um diese Prozesse zu optimieren. Dahingehend, also haben wir schon ganz kurz kennengelernt, E-Commerce ist nicht gleich E-Commerce, vor allem in Zeiten von Coronas. Das Ziel war hier eben die Prozessentlastung. Das ist ein sehr anschauliches Beispiel, weil es für viele, viele Branchen relativ einfach umsetzbar wäre. Sie haben sich jetzt weniger darum gekümmert, um die Servicierung, sondern wirklich um die ganzen, um den Einkauf von Produkten, die was sonst am Telefon oder sonstigen direkten persönlichen Sales-Kontakt einfach zu viele Ressourcen binden. Anderes Beispiel ist die Meyer Quick Service Logistics. Die sind jetzt weniger im Einkauf per se, sondern haben versucht, ihre Bestellprozesse zu automatisieren und zu optimieren, einfach auch da interne Ressourcen freizuschalten. Das ist vielleicht ein bisschen umfangreicheres Beispiel, aber ich möchte, was ich euch gerne mitgeben möchte, ist, was die Möglichkeiten sind. Natürlich, in diesem Beispiel ist es so, dass hier wird quasi ein Online-Fulfillment angeboten. Das heißt, sie bieten ihre Systemgastronomie, Produkte, Güter anderen Gastronomen an. Burger King, KFC sind die großen teilweise. Im ersten Schritt bietet diese Plattform aber einerseits ein zentrales Einkaufssystem, aber viel wichtiger ist hier die ganzen Systeme, die Prozesse im Hintergrund. Einfach, wenn es darum geht, um die transparente Lieferkette von Lieferscheinen, von den ganzen Verwaltungsaufwand, was oft dann vorwiegend in Papierform verstanden gegangen ist, wurde hier kanalisiert und digitalisiert. Das heißt, jetzt im Umkehrschluss, mir ist es vollkommen bewusst, dass es jetzt für viele Unternehmen im Mittelstand sowas jetzt eine Mammutaufgabe wäre. Aber wenn wir es kurz davor erklärt haben, Schritt für Schritt herannähern, können wir in so einem Bereich auch langsam vorangehen, also schrittweise. Wir können anfangen mit Bestellprozessen, wir können anfangen mit einem Liefertracking und alles entlang des Einkaufsprozesses, was uns einerseits natürlich, aber auch den Partnern, Bestandskunden oder neuen Kunden erleichtert die Situation, das Leben erleichtert. Kommen wir zur nächsten Frage, die vorletzte, genau. Welche Erwartungen haben Sie an die E-Commerce- und Umsatzentwicklung für die kommenden 12 Monate? Selbes Spiel, menti.com, 47 96 07, Wert 1, keinen Umsatz und Wert 5, sehr stark steigenden Umsatz in den nächsten 12 Monaten. Wir haben schon eine gewisse Tendenz, also es wird weniger Umsatz, also die Umsatzentwicklung im E-Commerce wird es nicht als potenzialträchtig, muss man sagen können, eingeschätzt. Kann natürlich einerseits bedeuten, dass die Branche einfach das nicht zulässt, was wir eben zuvor kurz besprochen haben, beziehungsweise beratungsintensiven Gütern zum Beispiel oder Leistungen. Gleichzeitig kann das auch aber die Umkehrschluss bedeuten, dass wir durchaus aber unseren Bestandskunden und Neukunden besser servicieren könnten. Dann geht es weniger um E-Commerce per se, sondern um eine Servicierungsplattform.
bleiben momentan noch bei 24. Ich glaube, im Sinne der Zeit, genau, dass wir da weitergehen. Also wie gesagt, 2,1, ein recht niedriger Wert, Umsatzerwartungen für E-Commerce werden also nicht unbedingt stark beachtet. Kann sein, kann ein Startschuss sein oder vielleicht auch Umkehrschluss bedeuten, dass man da eher auf die Servicierung geht. Was auch ein sehr wichtiger Faktor sein kann und wird, beziehungsweise ist. So, im letzten Punkt, bevor wir dann zur offenen Fragerunde kommen, geht es ums After Sales. Normalerweise in den klassischen Einkaufsprozessen wird dieser Punkt immer ja, am meisten außen vor gelassen. Ich finde aber, das ist nicht unbedingt so gut. So, was kann ich jetzt da machen in dieser Phase? Einerseits gibt es die Möglichkeiten zur Kundenbindung. Die klassischen Kundenbindungsstrategien funktionieren natürlich hervorragend im B2C, im Endkonsumentenbereich, sind aber im B2B-Bereich meist wenig umsetzbar. Was nützt Ihrem Großkunden zum Beispiel für Elektrotechnik oder was auch immer, eine Plastikkarte zum Punktesammeln? Wahrscheinlich nicht unbedingt viel, also ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Das ist aber kein Grund, um auf Kundenbindungsmaßnahmen zu verzichten, denn auch Großkunden im B2B-Bereich haben vielleicht keinen Bedarf an Kunden gehabt, aber an einer dauerhaften Bindung an ein Unternehmen. Weil, was macht das? Natürlich macht es Sinn, weil unzufriedene Kunden können mögliche Interessenten von ihnen wiederum negative Erfahrungen berichten. Und Neukunden werden in der Regel von Stammkunden durch Empfehlungen angeboten. Und durch das Wachstum von Unternehmen, die mit einer hoher Kundenbindung punkten, tendenziell stärker sind oder schneller ist als wie der restliche Markt, ist auch eine Tatsache. So, welche Möglichkeiten gibt es da? Einerseits gibt es natürlich auch die Möglichkeit After Sales Service. Das heißt, dass wir automatisiert, also Bestellungen, Nachbestellungen, die sich immer wieder wiederholen, die unsere Inside Sales, also Telefon Sales Mitarbeiter oder auch die Key Account Mitarbeiter oder was auch immer, binden, ressourcentechnisch in Zeit und Kosten natürlich, einfach digitalisiert werden können. Das heißt nicht, das ist mir auch sehr wichtig, dass der Key Account Manager oder der Key Account Verkäufer, Zuständiger, nur mal alles über digitale Medien, digitale Kanäle abwickeln soll. Im Gegenteil, natürlich ist es wichtig, im B2B natürlich, da geht es umso mehr um Vertrauen, dass man vor Ort ist, dass man Präsenz zeigt, auch da man sprach, wenn man den Kaffee trinken geht und so weiter. Aber das heißt gleichzeitig aber auch nicht, dass auch wenn wir jetzt zum Beispiel verkaufen, Sie verkaufen ein großes Industriegut, eine große Maschine, gibt es auch wahrscheinlich kleine Teile, gibt es auch halt Teile, die was wir nicht unbedingt jetzt dabei sein müssen, wo einfach der Einkäufer selbst schon sagt, okay, das könnte ich eigentlich online machen. Ich trische mich gerne mit dem Herrn Höpper, er ist ein netter Bursch und ja, ganz nett und so Kaffee trinken, aber ich möchte auch gerne zumindest die Wahlmöglichkeit haben, selber tätig zu werden und digital zu bestellen. Auch zusätzlich wichtig ist ein kanalübergreifender Service-Gedanke, wenn wir jetzt weniger von einem Vertrieb sprechen. Die meisten von euch werden es wahrscheinlich eh schon kennen. Es gibt einfach teilweise immer dieselben Fragen, ähnliche Fragen. Dahingehend ist es natürlich jetzt nicht verkehrt, wenn man weiß, okay, von Hausnummer 100 Fragen wiederholen sich 70 recht oft, kann man das auch digitalisieren und standardisieren. Das heißt nicht, dass man nicht mal zum Telefon, ins Telefon abnehmen soll und sagt, du, schau, geh auf die Plattform, aber lass mich in Ruhe. Nein, aber wir wollen zusätzliche Sachen anbieten. Wir wollen den Einkäufer, Bestandskunden, Neukunden Schritt für Schritt sukzessive auch ein bisschen heranführen, das Ganze. Weil es wird immer mehr verlangt. Und wie wir bereits erkannt haben oder gesehen haben, die Rolle der Millennials, man kann von dem Begriff halten, was man will, wird einfach in Zukunft da immer entscheidender werden. Die werden, soweit ich es beurteilen kann, auch immer älter. Also ich kann es bei mir sehen, ich kriege jeden Tag mehr graue Haare. Es ist einfach so. Und da müssen wir uns einfach ein bisschen darauf einstellen. Das heißt, automatisierte Nachbestellungen, insbesondere jetzt zum Beispiel für C-Teile, Bestelleinsichten, wie schaut es denn aus, wie sind die Lieferscheine, wie schaut es und so weiter und so fort. Also Self-Service-Plattformen werden relevant sein. Und auch diese Plattformen geben uns auch die Möglichkeit für die Nachkaufkommunikation, sodass es nicht dann da endet und heißt, okay, jetzt habe ich es verkauft, jetzt hinter mir das Hinflut, melde dich nächstes Jahr wieder, wenn du was Neues brauchst wieder.
Aber das ist eine gute Möglichkeit, einfach das Ganze zu standardisieren. Was da natürlich jetzt ein super Beispiel, schönes Beispiel meiner Ansicht nach ist es Vendor Managed Inventory. Das klingt jetzt alles sehr hochgestochen und toll und fancy. Es ist im Prinzip nichts anderes, als wir die Ausgangssituation für viele Unternehmen ist, dass sie die Kunden, Bestandskunden besser servicieren möchten.